mich stärkt im Alltag, ich lebe auf einem Hof der Hoffnung, auf einer Fazenda, ist das Wort Gottes. Also im Alltag stärkt mich vor allem die Gemeinschaft mit Menschen, sei es Kommilitonen, Freunde, Familie. Ich habe einen Stuhl in meiner Wohnung vor dem Fenster und dadurch kann ich den See in Kopenhagen sehen. Dann gucke ich auf den See und mache mich leer und dann werde ich gestärkt und kann weitermachen. Stärke kommt aus einem Gefühl des Getragenseins und das ist dann die beste Basis, um so etwas auch weiterzugeben. Für mich ist Stärke da erlebbar, wo Menschen zusammenkommen, die gemeinsam Jesus bezeugen und gemeinsam mit anderen den Glauben feiern wollen. Sport jeglicher Art, besonders Volleyball, habe ich gerade als mein Lieblingshobby entdeckt. In guten Gesprächen mit Familie, mit Freunden und in der Natur. Mich stärkt zu wissen, dass sich andere Menschen für andere Menschen engagieren. Stärkung im Alter erfahre ich ganz klar über Menschen, die mich begleiten. Im Alltag stärkt mich Musik, selbst Musik machen und Musik hören. Ich erlebe wirklich den lebendigen Geist Gottes als Tröster. Und den so in sich einzuladen und zu kennen und dass er mir Mut macht, dass er mir Kraft und Energie schenkt, das ist etwas, was mich immer wirklich auch powert. Also im Alltag ist tatsächlich die ignatianische Spiritualität. Und im Nicht-Alltag ist es, wenn ich zwischendurch mal aufs Wasser komme und eben surfen gehe. Und das sind nicht nur Organisationen, wie zum Beispiel Bonifatiuswerk, aber das sind konkrete Leute. Momente im Alltag, wo ich gerade mit anderen Menschen in meinem Alter zusammenarbeite, Projekte entwickle, wo es um Menschlichkeit geht, um Akzeptanz, Toleranz. In meinem Glauben und in meinem kirchlichen Handeln werde ich immer noch durch die Gedanken der Communität de Tessé gestärkt. Aber genauso sind es oftmals ganz einfache Menschen in der Gemeinde, wo man eher zufällig entdeckt, dass sie in der Nachbarschaft oder im Stadtteil einen Dienst an anderen Menschen machen. Und das gibt mir wirklich hohen Respekt vor diesem Dienst. Das stärkt meinen Glauben auch.